Hallo Leute, ich bin Ultimate Spindash und wir werfen heute nach langer Zeit wieder einen Blick auf einen Arkwing, den Elitron. Der Elitron ist ein gepanzerter Arkwing, dessen einziger Zweck darin besteht, Dinge zu zerstören. Mit knapp 4000 Gesundheit und Schilden plus Panzerung kann er einiges an Schaden einstecken und ist gleichzeitig bis an die Zähne bewaffnet. Die Blaupause für den Elitron bekommt ihr im Markt für 40.000 Credits. Seine Teile droppen in der C-Rotation der Arkwing-Abfangmission auf Uranus. Alternativ bekommt ihr den Elitron samt Reaktor auch für 275 Platin oder im Elitron Ultimatum Paket zusammen mit der Corvus und der Honorix für 520 Platin. Die erste Fähigkeit des Elitron, Luma, feuert eine Rakete ab, die an Wänden und Gegnern haftet und bei erneutem Druck auf die Fähigkeiten-Taste explodiert. Seine zweite Fähigkeit, Kernentlüftung, lenkt zielsuchende Projektile von euch ab. Seine dritte Fähigkeit, Thumper, feuert ein Projektil, das bei Kontakt mit einer Wand oder erneutem Druck auf die Fähigkeiten-Taste einen kugelförmigen Bereich für ein konstantes Bombardement markiert. Diese Fähigkeit stapelt sich ähnlich wie Schneekugel, wodurch der Explosionsschaden bis auf das Vierfache erhöht werden kann. Seine vierte Fähigkeit, Gefechtskopf, feuert eine gelenkte Rakete, die beim Aufprall mit einem Objekt großflächig Schaden anrichtet und überlebende Feinde zurückschleudert. Mein Bild besteht aus Hilfsenergie, Argonbeschlag, verbesserte Belastbarkeit, Energieumkehrung, Effizienzverlagerung, Systemumgehung, Energieverstärker und Morphitumformer. Der Elitron ist im Bereich Feuerkraft unschlagbar. Aber so viel erwarte ich auch. Immerhin reden wir hier von einem Paket Waffen, das an einen Antrieb gebunden wurde. Im Zweifelsfall müsst ihr selbst wissen, ob euch die Flexibilität eines Odonata oder Itza lieber sind. Sie liegt weit über 8000! Weit über 8000? Aber das ist doch gar nicht möglich! Besorgt ihr sofort einen neuen Apparat!